Drei Kinder machten bei einem Familienausflug eine riesige Entdeckung. Sie fanden das Skelett eines jungen Tyrannosaurus Rex, genannt Teen Rex, wie das Denver Museum of Nature and Science mitteilte. Außerdem soll die ungewöhnliche Geschichte des Fundes in einem Dokumentarfilm erzählt werden, der in Museumkinos gezeigt werden soll. Die Brüder Liam und Jessine stießen zusammen mit ihrem Cousin Caden bei einer Wanderung im Juli 2022 auf einen riesigen Beinknochen. Die Jungen unternahmen einen Ausflug mit ihrer Familie im Badlands-Nationalpark im US-Bundesstaat North Dakota. Sie zeigten Fotos ihres Fundes einem Freund der Familie, der als Paläontologe im Museum in Denver arbeitet. Ein Forscherteam grub schließlich die Überreste des T-Rex aus. Die Knochen wurden inzwischen nach Denver gebracht, wo sie ab dem 21. Juni ausgestellt werden sollen. Der Tyrannosaurus Rex gehörte zu den größten an Land lebenden Fleischfressern aller Zeiten. Das gefundene Exemplar war nach Schätzungen der Forscher bei seinem Tod etwa 13 bis 15 Jahre alt. Rund 67 Millionen Jahre hatte es an der Stelle gelegen, ehe es von den drei Jungs gefunden wurde.